Wie viel 808 willst du in deinen Beat haben? Ja. 8 Zeilen gerappt. Bleib dabei, Casey. Bleib dabei. Ich sag's doch, guck mal, das ist so typisch der Kontra-K-Flow. Rosenwasser. Casey Rebel finde ich ja eigentlich total krass. Muss ich wirklich sagen. Aber irgendwie seit langer Zeit macht er nicht mehr so das Zeug, was ich mag. Aber Casey Rebel war schon so, wie heißt sein Album? Heißt es Mosquito? Zu dieser Zeit fand ich ihn richtig krass. Aber das ist mir vieles so zu Mainstream und zu auf Flow und Melodie gegangen die letzte Zeit so, ne? Contra K finde ich auch sehr stark. Ist mir manchmal auch zu Mainstream und zu viel Melodien und zu viel Lebensweisheiten und Floskeln in Texte verpackt. Aber prinzipiell auch nice. Das könnte mir gefallen. Sie rauchen erstmal den Chibit auf der Dachterrasse. Manchmal fühlt es sich für mich an, als wäre das hier alles ein Albtraum. Das könnte voll. Wisst ihr was? Ich meine, ich will das nicht immer so sagen, dass mich das an irgendwas erinnert. Das erinnert mich an nichts. Aber das könnte voll die Sido-Hook sein. Auch so diese Stimmlage könnte es voll Sido sein. Eigentlich ist alles entspannt. Ich sehe nur vor lauter Bäumen im Wald kaum. Ich finde es schön. Ich finde es wirklich schön. Ich finde, es ist irgendwie schön, so melodisch, also ist jetzt nichts Besonderes, das typische Hookschema A, B, A, B und so, aber ich finde das so, das ist auch irgendwie eine Zeile, mit der ich mich relativ gut identifizieren kann, so. Wie viel 808 willst du in deinen Beat haben? Ja. Bum, 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 bum. Ich meine, es ist ja nice, ich fühle es ja, ich finde auch die 808 nice so. Aber das ist vielleicht ein bisschen überladen, also für manche Geschmäcker, so ist mir jetzt erstmal so. Ich steh auf und ich schulz mir einfach. Aber ist nice. Schau nach vorn, alles fresh, alles riecht so wie Rosenwasser. Wo laufen sie denn da gerade? Sind die da? Das sieht ja voll entspannt aus, wo sind die denn da gerade? Ist ja voll der entspannte Ort. Schau nach vorn, alles fresh, alles riecht so wie Rosenwasser. Yeah, guck mal, geil, jetzt kommt zu der 808 noch eine Kick dazu. Ich finde, das ist irgendwie finde ich es fresh. Also ich finde es so, ich finde es irgendwie cool zu hören und irgendwie finde ich es fresh. Und ich finde auch Casey Rebels Stimme hier irgendwie cool. Also ich mag die Nummer bis jetzt. Gott sei Dank, ich blieb dran und hab mich bis hier hochgeackert. Gott sei Dank, ich blieb dran und hab mich bis hier hochgeackert. Gefällt mir. Jetzt wird es jetzt nur halt so, ich meine, wir sind jetzt schon bei 40 Sekunden und es ist bis jetzt nur Melodie. Es bleibt halt immer, ich bin halt so, im Grunde genommen immer noch so der Kern von den Songs, die ich liebe, ist immer noch der Rap-Anteil so, ne? Und es müsste jetzt schon dann mal, ich hoffe halt nicht, dass jetzt Casey Rebel irgendwie 8 oder 12 Parts, Bars kickt, ne, Rap, und dann kommt wieder halt Hook, Melodie. Und dann kommt Contra K, der ja sehr oft sogar in seinen Parts eigentlich oder seine Parts wie eine Hook gestaltet, so auch anhand seiner Reimschemata, weil er sehr oft mit diesem AABA-Reimschema oder ABAB-Reimschema kommt und immer so im Halftime die Reime setzt und so. Das erinnert dann schon fast an so eine Hook. Ich habe auch die Befürchtung, dass er das macht, weil die Hook auch Casey Rebel macht. Das heißt, Contra K muss irgendwo seine melodische Art ausleben und wo kann er das in diesem Song hier machen, wenn nicht in seinem eigenen Part? Weil in der Hook kann er es ja nicht mehr machen. Aber schauen wir einfach mal, bevor wir hier den Teufel an die Wand malen, bevor wir überhaupt dazu kommen. Vielleicht fange ich morgen an, nicht mehr die Welt zu hassen und konzentriere mich drauf, das Beste aus mir selbst zu machen. Ich muss von Menschen weg, die Stress bei mir verursachen. Zähle alle Fehler, will sie wieder gut machen. Okay, man kann halt, das ist halt so, nicht jeden Reim, aber das ist so schon typische Wortwahl, deswegen kann ich auch hier das zweite Wort jetzt in Folge irgendwie predikten anhand des Reimes so, ne? Aber ich find's mega nice. Ich sag dir ehrlich so, ich find's halt lyrisch gesehen, ist jetzt halt so sehr typisch gehalten und sehr Stani, Schema F so, aber ich kann mich trotzdem damit identifizieren. Ich muss von Menschen weg, die Stress bei mir verursachen. Da, wie Dinge wieder gut machen. Ursachen, zähle alle Fehler, will sie wieder gut machen. Nach außen hin benehme ich mich wie ein Vollprofi. Dabei warte mal ganz kurz. Vielleicht fange ich morgen an, nicht mehr die Welt zu hassen. Und konzentriere mich drauf, das Beste aus mir selbst zu machen. Er reimt halt machen auf machen, ist jetzt nicht so schlimm. Er reimt es nicht direkt, aber die zweite Zeile ist selbst zu machen und die vierte Zeile ist wieder gut zu machen. Das ist jetzt nicht schlimm, ne, aber ich würde es niemals machen. Ich würde es niemals machen, machen auf machen zu reimen. Auch wenn es gar nicht gereimt ist, aber anhand der Kurzatmigkeit und das ist so schnell aufeinanderfolgt in der zweiten und vierten Zeile, wäre mir das zu nah wie ein KMN-Gang-Mitglied.
Ich muss von Menschen weg, die Stress bei mir verursachen. Zähle alle Fehler, will sie wieder gut machen. Bitte bleib im Rap-Flow, 4 Zeilen durchgerappt, bleib noch 14 Zeilen, 12 Zeilen dabei. Nach außen benehme ich mich wie ein Vollprofi. Dabei fress ich alles in mich rein wie John Coffey. Immer wenn ich denk... Wer in mich rein wie John Coffey, das könnte eine gute... Scheiße, wer ist John Coffey, wer? Green Mile? Der Schwarze aus Green Mile, okay, und was macht der? Es ist soll ein sehr guter Film sein, habe ich auch schon gehört. Ich habe den tatsächlich noch nie gesehen. Der saugt Bad Energy aus Leuten, okay, dann ist es auch eine saucoole Line. Digga, ich finde das nice bis jetzt, ohne Spaß, Alter. Das ist mal wieder Casey Rebel, der mir echt richtig gut gefällt. Ich bin voll Profi, doch dabei fress ich alles in mich rein wie John Coffey. Immer wenn ich denke, alles ist gefickt, wirft die Sonne im Gesicht den Schatten mir ins Licht. Yeah. Ja, oder so. Immer wenn ich denke, alles ist gefickt, wirft die Sonne im Gesicht den Schatten hinter mich. Yeah. Ah. 8 Zeilen gerappt, bleib dabei, Casey, bleib dabei! Ich reise ständig um den halben Globus. Suche ein Lächeln, aber finde keins auf all den Fotos. Yeah. Suche ein Lächeln, aber finde keins auf all den Fotos. Ständig um den halben Globus. Suche ein Lächeln, aber finde keins auf all den Fotos. Yeah. Wirf deine Lasten ab und denk nicht zu viel nach. Selbst die allerlängste Nacht wird mal zum Tag. 12 Zeilen, okay, 12 Zeilen Rap, ne? Früher war es immer so, da hast du 3 16er gerappt, dann wurden es irgendwann 2 16er, dann wurden es irgendwann 2 12er, ne? Und ich bin heutzutage noch froh, dass wenn ich 1 12er zu hören bekomme, haben wir auf jeden Fall Rap-Attitude drinne, Digga. Natürlich ist mir das immer noch zu wenig, aber es gibt auch Rap-Songs, die haben 8 Zeilen Rap drin, das war's. Wir haben jetzt 12, ich hoffe, es kommen einfach 12 Rap-Zeilen von Kontra K. Weil ich hab das Gefühl, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ja, scheißegal, was passiert, ich steh auf und ich schub's mir einfach. Schau nach vorn, alles fresh, alles riecht so wie Rosenwasser. Yeah. Geil, ich mag auch, dass die Kick da jetzt wieder reinkommt, so. Erst nur die 808, dann die Kick. Gott sei Dank, ich blieb dran und hab mich bis hier hochgeackert. Schau nach vorn, alles fresh, alles riecht so wie Rosenwasser. Ich wisch die Energie von schlechten Menschen einfach vor mir ab, wie den Dreck von meinen Sneakern, wenn es regnet. Ja, das ist, ich sag's doch, guck mal, das ist so typisch der Kontra-K-Flow. Es ist wirklich so, ich sag noch, Kontra-K kommt immer mit einem Hook-Flow, immer so A, B, A, B oder A, A, B, A und er kommt direkt mit A, B rein. Schau nach vorn, alles fresh, alles riecht so wie Rosenwasser. Ich wisch die Energie von schlechten Menschen einfach vor mir ab, wie den Dreck von meinen Sneakern, wenn es regnet. Ich wisch die schlechte Energie von all den Menschen einfach ab, wie der Tabatabat Sneaker, wenn es regnet. Halftime-Flow, so A, B halt. Ich schwör bei Gott, ich mach dieselben Fehler niemals nochmal, aber lauf dann mit denselben Schuhen in denselben Regen. Ich mach dieselben, das ist aber schön. Das ist halt Kontra K und ich feier ihn deswegen auch so, ne? Aber ich kann schon auch Leute verstehen, die sagen, das ist halt zu viel Floskeln und zu viel Motivationssprüche und Kalendersprüche und so. Das ist halt schon so, aber mir wirft das einfach so Bilder in den Kopf. Ich finde das irgendwie ganz cool so. Ich schwör, ich mach dieselben Fehler nicht nochmal und lauf dann mit denselben Sneaker durch den Regen. Sneaker? Jiggy, hast neue Sneaker? Ja, Mama. Ich werf den ganzen alten Ballast über Bord, aber kaum geht's mir zu gut, angel ich mir paar Probleme. Doch eigentlich fühle ich mich wie neu geboren und lerne jeden neuen Tag aus alten Fehlern. Bis jetzt acht Zeilen A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Ich lerne niemals nochmal, aber lauf dann mit denselben Schuhen in denselben Regen. Ich werf den ganzen alten Ballast über Bord, aber kaum geht's mir zu gut, angel ich mir paar Probleme. Doch eigentlich fühle ich mich wie neu geboren und lerne jeden neuen Tag aus alten Fehlern. Okay, und das ist für mich, das ist wahrscheinlich, also, aber es ist natürlich, was heißt Definitionssache, aber womöglich ist das gerappt. Also vielleicht steht auf einem Zettel, wenn jemand das definiert, ja, das ist Rap. Es ist ja auch Rap, aber für mich ist es kein typischer Rap-Part. Und das fehlt mir halt einfach so. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt alles so gesungen, aber leges auf dem Bumm, der Galavidon, da, wenn es regnet. Und Casey ist halt, ich will die Scheiße nicht mehr gut machen. Wir dürfen Taten, der Galavidon darf einen Tut backen. Das Beste aus mir selbst machen. Und der Galavidon die Welt durch die Welt hassen. Das ist halt Rap. So wie Casey. Und das ist halt für mich Melodien kicken. Lass mich weniger reden und dafür mehr retten. Lass uns lieber mehr beten und dafür weniger flexen statt dem Hass. Das ist auf jeden Fall, das geht jetzt mehr in die Rap-Richtung, weil jetzt ist er von dem A-B-A-B-Schema weg. Jetzt ist er bei dem Flexen-Reim geblieben. Wieder öfter lächeln, denn seit die Wolken brechen, weiß ich auch die Sonne mehr zu schätzen. Das ist aber auch, ist halt auch wieder, könnte man auch so als Kalenderspruch, seit die Wolken brechen, weiß ich auch die Sonne mehr zu schätzen, aber ich find's trotzdem nice. Manchmal fühlt es sich für mich an. Aber das, ich vermisse nur, also wirklich, ich hätte den Casey Rebel Part, für mich, ich hätte das komplett auch als Casey Rebel Song so genommen. Muss nicht sein, aber ich, für mich ist das jetzt so,
Für mich ist das der Rap-Part zu kurz, um diesen Song in eine Playlist von mir zu hauen oder den im Auto mal pumpen zu wollen. Weil das Highlight ist für mich das hier. Vielleicht fange ich morgen an, nicht mehr die Welt zu hassen und konzentriere mich drauf, das Beste aus mir selbst zu machen. Das ist und was kommt jetzt? Manchmal fühlt es sich für mich an. Das ist aber auch, ich weiß ja, das ist ja bei mir so ein, das ist ja ein würziger Punkt und viele nervt es und so, ne? Aber was ist das für eine Melodie? Da 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 da. Das ist doch auch, das ist wirklich immer wieder, dass ich immer wieder in dieses Dilemma reinkomme. Ba da 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 da. Das ist irgendeine Frau, das ist auch, nein, nein. Das ist irgendeine Popnummer von einer Frau gesungen. Ba da 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 da. Rockstar von der Baby. Eyes on my own paper like my teachers told me. Soon as you think it's over. Poof, number one on the charts, I'm never. Mich hat Kutter den Hook-Einstieg von Elbe. Manchmal guck ich nachts in die Sterne. Ja, so ein bisschen. Und ich seh dein Gesicht vor mir. Das ist wirklich ein bisschen ähnlich. Das ist ein bisschen ähnlich, ja. Da Root Sandstorm? Ja, ja. Mhm. Mhm. Also, jetzt habe ich euch hops genommen. Viele denken jetzt, ich wäre drauf reingefallen, ne? Es ist jetzt mittlerweile ein Insider geworden, dass ich da immer wieder drauf reinfalle. Ja. Das war ein Spaß, beruhigt euch. Dann weiß ich auch die Sonne mehr zu schätzen. Manchmal fühlt es sich für mich an, als wäre das hier alles ein Albtraum. Aber eigentlich ist alles entspannt. Ich sehe nur vor lauter Bäumen im Wald kaum. Jetzt auch schön aufgenommen so, das ist schön mehrere Voices untereinander, das mag ich. Yeah, ey. Scheißegal, was passiert, ich steh auf und ich schutz mir einfach. Schau nach vorn, alles fresh, alles riecht so wie Rosenwasser. Jetzt halt die ganze Zeit die Hook und dann läuft Beat. Ja, also wirklich eigentlich voll die geile Nummer, gefällt mir richtig gut. Gefällt mir wirklich richtig gut. Ja, es ist heutzutage Rap und man muss mit der Zeit gehen wie Partygäste. Gib mir zwei 16er im Casey Rebel Flow und mach die Hook, meinetwegen dreimal, ja. Lass die Bridge mit dem Albtraum einmal weg, mach sie nur am Anfang und am Ende, ganz am Anfang und dann nach dem zweiten Part meinetwegen oder so. Aber es ist halt mir zu wenig Rap, obwohl ich es prinzipiell voll nice fand.